Frage, bist du jetzt wieder live? Ich bin jetzt wieder live, Jordi. Also kannst du nochmal sagen, was du gerade gesagt hast, das mit dem Penis und in den Arsch stecken. Aber heute nicht mehr. Erst morgen. Gut. Aber wir brauchen langsam mal Energie. Da vorne ist ein Energieding, da müssen wir uns mal was abzapfen. So, Jodel. Ja, unser Windrad dreht sich gerade um. Ja, bleib stehen. Ich glaube, wenn ich zu euch komme, kann ich nicht mehr landen. Mir doch egal. Warte, wo muss ich denn das draufpacken? Glaube, eigentlich vorne ranstecken kann man das eigentlich. Aber hier geht das anscheinend nicht. Kann man das. Aufs Lager kannst du es auch stecken, das geht auch. Mein Internet ist ziemlich dick. Ja, aber das ist voll gerade. Ja, dann behalt's einfach. Komm rauf. Und zwar. Ah, guck mal, Sauerstoffleitung, Jodel. Ja, das ist Ja, zu wie Hause, wir haben es geil! geschafft, Pascal. Alter, wir sind wieder in unserer Oh. Base. Wir haben Vor die allem kann ich Verbindung euch gar nicht bekommen. übers Ding sehen hier. Also jetzt kannst du Doch. ruhig auf deinem kleinen dreckigen Mond Jetzt bleiben. kannst du mich mal, jetzt lande ich Genau. gerade bei euch. Ja, und wir suchen uns jetzt aber gleich einen eigenen Ah, Planeten. jetzt kann ich euch sehen. Ja, gucke, da kommt der, Alter. Ja. Nein! Oh Gott! Ich komme eh nur, um Alles gut. Mineralien zu klauen, bin dann wieder weg. Nein, bleib doch hier bei uns. Wir haben das richtig gemütlich hier. Hallo, ich hab's auch inzwischen voll gemütlich auf meinem kleinen Planeten. Ich hab schon eine Schmelze gebaut. Ja, ist mir doch egal. Wir haben alles. Ja, Mann, Alter. So. Was klaut ihr uns? Guck mal, was ihr uns alles wegnimmt. Ich klau euch überhaupt nicht, du Penner! Das sind meine eigenen Eine Ressourcen, die ich so. mitgebracht habe. Du hast den Oder Planeten verlassen, alles gehört aufzuschreiben. jetzt uns. Ich baue jetzt erstmal das Ding hier vernünftig aus. Damit das auch aussieht So. wie eine vernünftige Drohne. Drohne, sag ich Bauen wir jetzt einen schon. Shuttle. Will die Katze raus. Wo hätte ich denn das ganze Gemisch hingebracht? Jordel, willst du mitfliegen oder? Ja, natürlich, Mann. Okay. Dann Gemisch habe müssen ich wir aber mit. Sachen mitnehmen. Habe ich hier? Ja, sag mir einfach, So, was ich warte. mitnehme. Ja. Ich meine, ich hatte irgendwo vorhin ganz viel Ihr seid Gemisch auf immer dem so Sattel drauf. aggressiv. Gar nicht aggressiv. Ihr seid ziemlich aggressiv. Ah, ich muss die Katze raus. Oh, ich Ja, habe einen lass die Katze Drachenzähler. raus. Warte, ich guck mal kurz. Ich glaube, ich habe das unten hingepackt. Schick die so Hätte raus wie viel sonst Gemisch auch mitgebracht. immer. Mit dem Fußtritt. Warte, ich bin gleich wieder da. Au, ah, Oh, vor allem, dass sie immer bei der Kälte raus will, ey. Ja, siehst du mal, die zieht die Kälte dir vor. So, wir bauen uns ordentliche Einsätze drauf, damit das bei uns ordentlich aussieht. Ich habe bei mir ordentliche Einsätze drauf gebaut. Ja, wenn ich in der Uni bin, dann ist. Die schlafen ja den ganzen Tag nur. Das Spiel heißt Astroneer und ja, es ist sehr zu empfehlen. Ja, nur mit Freunden. Ja, also nicht mit Jordan und so. Komm, wir können doch jetzt mit beiden Shuttles einfach wegfliegen. Ja, Ja, aber wir aber lass müssen vorher noch Sachen mitnehmen. wirklich die wichtigen Sachen mitnehmen. Was wäre eine wichtige Sache? Alles. Materialien zum Aufbauen. Ja, findest du alles vor Ort auch. Ja, trotzdem ist es besser, wenn man gleich was hat. So, warte mal. Wir hatten doch zum Beispiel noch voll viel Harz. Davon lohnt es sich zum Beispiel was mitzunehmen. Kannst du Kann ich mir die vorher noch Windschutz? einen Sauerstoffgenerator bauen? Tank? Wäre nett. Ich habe kein Titan. Wird hier irgendwo Titan noch rumliegen haben? Na, dann kannst du den auch selbst bauen. Ja, ich finde den erstmal. Ich bin jetzt gerade am Sachen sammeln hier. Wäre es geil, wenn es eine Taste geben würde, man drücken kann und die ganzen
Materialien werden dann mit Namen angezeigt, was das halt ist. Aluminium nehmen wir mit, wa? Ja, ich packe gerade noch ein bisschen was ins Dingens. In den. Soll ich ein Solarmodul mitnehmen? Macht, glaube ich, Sinn, ja. Warte, hier ist auch noch eins, das bringt mir auch mal ein. Super. Dann noch Harz mit? Ja, Harz. Ja, auf jeden Fall praktisch. Davon hatte ich glaube ich. Ich hab jetzt noch drei Fly. Nee, wenn du mir einen Generator baust. Ah, geht ja nicht. Hier vorne steht ein Generator. Nein, ich meine einen Sauerstofftank. Ach so. Kupfer, ja, wa? Ja, ein bisschen was, nicht so viel. Russisch, was? Also an mir selbst habe ich noch zwei Plätze frei. Ja, warte, ich packe jetzt gerade... Wusst ihr schon, dass Jordel zur Uni geht? Nö. Also von denen seiner Aktivität auf dem TS und von dem, dass er immer da ist, würde ich sagen, der geht eigentlich nirgendwo hin. War Jordel nicht eine Putze? Was, Russe? Putze. Was? Wem gehören die Sachen hier eigentlich? Ach, das sind Daniels Sachen wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, Daniel ist eh tot. So, wie viel Harz haben wir jetzt mit? Warte, ich habe jetzt noch... 8 Harz habe ich hier aufgeladen. Ich habe jetzt noch 2 in meinem Rucksack. Einmal Kupfer. Sturm zieht übrigens auf. Krieg. Ich meine, Vorhin hatten wir noch voll viel Harz. So, ich Sandsturm. Ja. Ich habe doch gesagt, dass Sturm aufzieht. Oh Mann. Ihr hört mir nie zu. Man soll Titan mitnehmen zum Handeln. Wir haben überhaupt gar kein Titan mehr. Ich bin in der Höhle, ich bin safe. Ja, ich bin im Shuttle. Da passiert eh nichts. Könnt ihr die Batterie mitnehmen? Ich glaube, die Batterie ist zu groß. Dann müssten wir auf dem Shuttle Platz machen. Ich glaube, euer Shuttle fliegt weg gerade. Also nicht, da ich drin sitze, aber es wird von Teilen getroffen und wackelt so komisch. Das wäre so geil, wenn das jetzt wegfliegen würde. Hat nur das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das schon verstanden. Ich habe nur einfach nicht drauf reagiert. Dann würden wir einfach das vom Flug nehmen. Wollen wir sonst nicht noch ein drittes bauen? Nein, haben wir mehr Lagerplatz und sowas? Ich sterbe. Ja, lass uns lieber 3 bauen. Dann können wir auf alle 3 Lager bauen. Dann können wir 4, 8, 16, 24 Materialien mitnehmen. Ja. Aber dann braucht man eine weitere Fahrzeugbucht erstmal. Ach, das ist nicht schlimm. Kriegen wir schnell zusammen. Und Lager haben wir ja noch. Kannst du überhaupt noch hier das weitere Modul abbauen von dem? Ich habe noch 2 Plätze frei. Sieht nämlich nicht so aus. Ja, Jordel, wir bauen jetzt erstmal noch ein drittes Ding, dass jeder sein eigenes hat. Was? Dass jeder sein eigenes Shuttle hat, dann können wir mehr mitnehmen. Ja gut, dann lege ich die Sachen hier nochmal ab. Guck mal, hier vorne haben wir noch einen. Ach nee, das ist das zum Handeln. Aber du kannst das Modul hier nicht mehr abziehen. Also ich habe die Sachen nochmal abgelegt. Nee, wir können ja ein neues Ding bauen. Dann brauchen wir aber 2 neue Dinger. Hä? Ja, weil warte, du das Ding hier nicht abziehen kannst. Warte, hier ist noch 2 Harz. Die packe ich mal hier unten ran, dann können wir hier unten noch ein neues Ding bauen. Kann man die hochsetzen? Nee, ne? Au, au! Hier irgendwo nicht ein Ding, das nicht so du komplett versucht. Ich hab Sachen gefunden! Das sind meine Sachen! Nein, jetzt ist es mein, ich hab Harz gefunden! Ich bau das einfach da unten. So. Nein, ich fall schon wieder durch den Boden, Alter! Und die Performance wird besser, wenn du durch den Boden fällst. Ja? Nein. Fahrzeugbucht. Okay, ich brauche 2 Aluminium. Das habe ich doch bestimmt, oder? Da habe ich. Zack, Fahrzeugbucht. Kann ich mir so einen Einsitzer von den Dingern abziehen? Bestimmt, oder? Aber das kann doch nicht sein. Jetzt falle ich schon wieder durch den Boden.
Es gibt aber auch ein großes Raumschiff. Was? Es gibt ein großes Raumschiff? Das haben wir aber noch nicht. Das haben wir noch nicht erforscht dann. Nein, meine Cola! Scheiße, ich hab sie umgekippt. Oh mein Gott! Gott sei Dank gibt's hier keine Schwerkraft. Ich glaube, mein Einsitzer ist gerade durch den Boden gefallen. Och, nö. Ich habe noch zwei gemischt, die kann ich spenden für das dritte Shuttle. Das wäre cool. Habe ich schon hingesetzt auf dem Bauprojekt. Ja. Mal gucken, ob ich noch irgendwo was hab. Hier, du kannst auch schon das Ladeding rübersetzen auf das Shuttle hier. Und du kannst auch drei... Moment, ich setz mal drei weitere Tanks noch an das Ding dran. Ich habe hier unten noch ein Gemisch. Beziehungsweise zwei weitere Tanks kannst du auch noch an die Teile dran setzen außen. Da haben wir noch mehr Sprit. Wir brauchen, glaube ich, noch ein Gemisch. Sollten wir schon bauen können. Ihr könnt doch in der Handelsstation mit Treibstoff Titan erhandeln. Ja, aber das ist ein bisschen buggy. Zum Beispiel bei mir ist das Ding nicht da. Ach nee, ich muss mal kurz. Ja, aber ich kann da, du musst nur, also ich muss nur da sein. Ich kann das Teil dann, muss das nur davon abnehmen und muss das hinlegen. Dann siehst du das. Doch, wir fliegen gleich alle auf die anderen Planeten. Hä? Du packst mein Raumschiff so rum. Jetzt sehe ich gerade, dass die Handelplattform gerade überhaupt nicht da ist. Ja, siehst du, genau das Problem habe ich schon die ganze Zeit. Ich schicke die jetzt einfach mal los. Ja, das bringt auch nichts. Sie fliegt dann hoch und dann passiert nichts und dann ist sie irgendwann anscheinend angeblich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ruck, ruck. Okay, also mein... Ja. Funktioniert hier nicht so ganz, wie es soll, glaube ich. Hey, der wäre gar noch gar nicht getankt. Jedenfalls nicht voll getankt. Warte, war hier hinten nicht noch irgendwo... Weiß? Doch, jetzt kommt die Handelsstation wieder und hat Titan dabei. Oh, geil. Ihr dürft das einfach nur nicht bedienen. Ja, ich glaube, wir können das noch nicht machen. Na gut, dann generiere ich mal ein bisschen Treibstoff für uns. Mach das. Oh, ich kenne viele, die besser sind als Case, Case Joe. Joe oder ich Case hab bei mir Joy. Cola verschüttet, ey. Also jetzt wird's wirklich Zeit für eine neue Tastatur. Ja dann. Weißt du, welche du dir holen musst, ne? Die gelbe. Hast du das Lager hier von meinem Jens geklaut? Wo geht denn unser Strom gerade hin? Wir haben noch zwei Windkrafträder, die stehen bestimmt, ne? Batterien sind auch leer. Also ich klaue nichts, weil ich nicht im... Ja, wir brauchen noch... Nein, es geht nicht darum, was zu klauen. Ich habe nur gefragt, wo der Strom hingeht. Den pumpt Mika bestimmt irgendwo rein. Wahrscheinlich. Der baut seine... Richtig, der baut einen Titan. Das stimmt doch überhaupt nicht. Oh, jetzt wird auch noch der doofe Nebel wieder kommen. Nebel sei schon der doofe Sturm. Moment. Wir haben doch hier vorne noch so ein bisschen Energie rumliegen. Oh, ich muss jetzt erstmal in eine Höhle rein. Es gibt nicht besser oder schlechter. Ich finde, Uni ist ganz schön. Kann man mal hingehen für ein Semester. Am ersten Semester machst du nichts. Ich glaube, das ist in jedem Fach so. Da ist schon, Tipp für dich, auf dem ersten Planeten hier gibt es ein riesiges Solarpanel. Sucht es. Das heißt auf dem ersten Planeten? Weil das wird immer erwähnt. Richtig, es gibt nur einen Imperator. Startplaneten? Oh, Steine. Einfach mich sehen zum Sterben. Ich muss die Energie von den Windkraftwerken nutzen. Um Sprit zu produzieren. Das ist auch voll krass. Weißt du, wir sind mitten im Sturm. Eine Windturbine juckt das nicht. Warum sollte die das auch jucken?
Die ist dafür ausgelegt, Sturmenergie zu absorbieren. Nee, ich meine das ja. Sie dreht sich ja nicht. Es sollte bei den Bergen sein, das Solarpanel. Kann man es anschließen? Berge, ansonsten ist interessant. Das schwarz? Das Solarpanel, ist das schwarz? Dann weiß ich, wo es ist. Solarpanel sind doch immer schwarz. Wenn du im Spiel stirbst, dann kippst du... Bei Jord ist alles schwarz. Also das ist voll spektakulär, das Sterben. Kann man die Basis unter die Oberfläche bauen? Das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, du kannst bei einem Habitatmodul das machen, oder? Ja, ja. Na, du kannst auch immer deine Leitungen verlegen. Ist ja egal, wo du es dann hinbaust. So, ich brauche noch ein Gemisch. Wir sind das Imperium, wir haben Kekse. Ja. Oh, ich habe 5 Nachrichten in Abwesenheit bekommen. Wieso kann ich das Gemisch jetzt nicht auch? Ich habe 6 Nachrichten, haha. Oh, jetzt habe ich gesagt, dass ich mich auf morgen freue und mit so einem Psycho-Smiley. Morgen gehe ich übrigens einen Assassin's Creed-Film in eine Preview. Aber ich habe gehört heute die Kritiken, die sollen nicht so gut sein vom Assassin's Creed-Film. Also werdet ihr wahrscheinlich nicht davon hören, wenn ich aus dem Film rauskomme. Hä, wieso? Darfst du nur Gutes sagen? Nein, wir dürfen sagen, was wir wollen. Es ist aber auch so, dass Geschmäcker verschieden... Warte, ich muss den Wortlaut wiederfinden. Geschmäcker sind verschieden, also wenn der Film einfach kacke ist, sagt einfach gar nichts dazu. Glaube ich, war so die Bitte in der E-Mail. Ich muss sagen, der Trailer hat jetzt auch nicht so geil auf mich gewirkt. Ich habe mir den noch gar nicht angeschaut. Ja, das mache ich jetzt. Oh, weil ich das Titan hier drin habe, wählt er bestimmt nicht zuerst die anderen Sachen aus. Oh, wo ist denn jetzt das Lager hin, Mann? Das putzt hier alles durch den Boden durch. Das ist gerade richtig nervig. Ja, geil, das Lager ist jetzt weg. GG. Assassin's Creed Trailer. Ja, ja, der gibt automatisch Film ein. Trailer. Oh, das soll der Schauspieler sein? Der Schauspieler ist sogar einer, den kenne ich irgendwoher. Das Gesicht kenne ich. Warte, ich gucke ihn mir einfach mal kurz an. Rouge One muss ich gucken nach Weihnachten. Vorher schaffe ich das nicht. So wie man beim wie ich meine Infos zusammenfüge, kann man ein Spezialraumschiff auf den ersten Planeten bauen, wenn man die Teile zusammenführt. Du kannst aber nicht alle Teile transportieren. Nein, du kannst auf jeden Fall mit Teilen, die du findest, wohl das Shuttle bauen. Ein 2-Minuten-Trailer, der könnte mir schon den ganzen Film spoilern. Ich glaube schon, dass Rouge One ein sehr guter Star Wars ist, weil es einfach die Story ist von, wie hieß es damals, Darkstar? Darkstar? Nee. Wie hieß denn der Shooter? Ich glaube mir jetzt ein bisschen hart von dir, Pascal. Darkstar? Ey, nicht! Das ist unser Harz für den neuen Planeten. Egal, ich guck mir kurz den Trailer an. Ich bin 2 Minuten wieder da. Ah, wie hieß das denn nochmal? Es gab früher auch schon mal so einen First-Person-Shooter mit der Engine von Duke Nukem 3D. Meinst du, Quake? Nein! Was hat das mit Star Wars zu tun? So, du redest von Star Wars, keine Ahnung. Nur die hatten... Da hast du nämlich eigentlich genau den Typen gespielt, der die Todessternpläne geklaut hat. Natürlich ist das jetzt mit dem Film total für den Arsch, weil der Film ja wieder alles verändert. Nein, nicht Force Unleashed, das ist so neu. Ist schon alt. Nee, Force Unleashed war 98 oder so. Man kann einen Rover an den Satelliten und an seine Base gleichzeitig anschließen und seine Base aufladen. Das bringt sehr viel Energie. Ich hole jetzt einfach Titan. Also ich bin immer noch dabei. Ich nehme jetzt noch mit, was ich hier so an Ressourcen finden kann. Oh. Dark Forces, danke. Sepolos hat recht. Fand ich damals einen sehr guten Shooter. Also beziehungsweise sehr guten Star Wars First Person Shooter.
Natürlich meine ich Prince of Persia. Das ist ja auch natürlich das absolute Star Wars Feeling. Obwohl, und Prince of Persia sollten sie auch mal wieder auflegen. Oder nimm das ganze Haas bei mir ruhig weg, dann nehme ich nur Titan mit. Was? Ich soll das Harz wegmachen? Oder nein, lass eine Seite Harz drauf. Okay, warte, ich hab grad selbst so viele Sachen dabei. Oder lass einfach so, wie es ist. Ja, drauf geschissen. Wie steht ihr alle zum Thema Toleranz gegenüber anderen? Kann man noch Toleranz gegenüber anderen außer anderen haben? Toleranz gegenüber. Tust du mir weh, tue ich dir weh. Das ist, finde ich, die beste Toleranzeinstellung. Ey, der Trailer hat mir nicht zugesagt. Ja, im Kino fand ich den auch nicht gut. Der war ja richtig kacke. Gedacht, das spielt wirklich in diesem Zeitalter, aber das scheint ja in der Gegenwart zu spielen und dann mit dem Animus und oh. So, warte, haben wir hier noch wieder. Ja, das ist ja auch die Geschichte von Assassin's Creed. Nee, das ist. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich dachte, es geht ein bisschen mehr um die Assassinen und nicht um dieses. Also du siehst ja nur Klopperei und sowas, so ein richtiger kleiner Teenie-Film so. So, ich glaube, ich flieg jetzt los. Nein, warte auf mich! Du sollst gefälligst auf uns warten. Wenn du uns schon bestiehlst. Hä, ich hab dich gar nicht bestohlen. Natürlich hast du mich bestohlen. Harz habe ich wieder reingelegt. Warte, Mo, ich komme online. Hast Harz jetzt wieder voll gemacht, oder was? Das Harz ist wieder drauf, das habe ich wieder aufgelegt. Vor allem wollten wir zusammen auf einen neuen Planeten. Das sagt der Richtige. Wie, das sagt der Richtige? Ich bin extra deshalb wiedergekommen, du Penner. So aggressiv. Warum bist du so aggressiv? Immer muss man sich hier rechtfertigen. Aber wobei, die Kluft fand ich richtig geil, was die da anhatten. Die Frage, ob es wirklich geschneidert ist oder ob da wieder digital alles gemacht worden ist. Nee, das glaube ich nicht. Aber der Schauspieler, den mag ich nicht. Tja, das wird das Problem sein. Der Schauspieler, ja, mag der ich kommt bestimmt auch nicht. Also, sorry, die hätten irgendwie so einen Ezio-Verschnitt nehmen sollen. Der sah richtig gut aus, der hatte Charme, der hatte alles. Vor allem, warum ist dein Shuttle umgekippt? Keine Ahnung, weil das so gebaut wurde. Glaubst du, kannst du damit starten? Bestimmt. Oh, warte auf mich. Noch gar nicht so weit. Ich baue gerade noch Harz für mich ab. Und im Trailer hast du dann auch am Ende die ganzen Assassinen gesehen und sowas. War richtig lame. Komm. Ich will sehen, wie du mit dem Shuttle startest. Ich kann gerade Proof nicht joinen. Warum kannst du Proof nicht joinen? Keine Ahnung. Bist du nicht schon hier drauf? Nein, ich war doch rausgegangen. Musst du da die Cola aufwischen. Ach so, aber warum bist du dann rausgegangen? Hättest du einfach das drinbleiben können? Oder hast du Sorgen, dass die Cola sich auf dem Planeten verteilt? Nein, aber ich musste doch mein Equip retten. Ich hab mir ein Harz geklaut, so. Ich muss irgendwie... Ja, wieder. Warum klaust du mein Harz eigentlich schon wieder? Weil ich nur einen brauche. Und das macht jetzt den Diebstahl weniger schwerwiegend. Ja. Komm her, Arme wird abgeschlagen. Wo ist jetzt mein Dingens? Hey Leute, man kann so ein Lager auf dem Boden bauen. Wo ist mein... Ah, Michael Fassbender oder Fassbender oder sowas wieder ausgesprochen. Kenn ich doch irgendwo her, ich fand Pascal, den eigentlich was hast gut. Du mit meinem Shuttle gemacht? Ich habe überhaupt nichts mit deinem Shuttle gemacht, ich sitze nur drin. Hä? Weil du brauchst mir zu so lange. Wo denn? Ach da. LOL. Ja, dann fliege ich jetzt mit deinem weg, Pech gehabt. Du brauchst mit meinem wegfliegen, ich komm wieder. Ja, aber schön meinen Treibstoff verschwenden. Oh, Treibstoff haben wir unendlich. Nein, dann flieg mit meinem. Ich bin zurückgelassen mit Daniel alleine, ey. Nein, ich bin doch noch hier, du Vollidiot. Ja, soll ich jetzt nochmal landen oder soll ich jetzt hier oben bleiben? Natürlich sollst du landen, gib mir mein Raumschiff wieder. Ja, ich lande jetzt wieder, dann steht das wieder. Gut. Hoffentlich.
Ich muss gerade nur warten, bis der Landepunkt wieder da ist. Oh, ich, ach Gott. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr rein ins Spiel. Ich habe überhaupt nichts vergessen, das ist nicht mein Shuttle. So, ich hoffe, ich lande jetzt auf den richtigen Punkt. So, ich komme jetzt. Deck. Ja, ich sehe es gerade. Ja. Guck mal, ich habe sogar richtig rum hingestellt. Wo bist du? Und warum hast du ein Solarmodul an deinem Shuttle dran? Weil ich das einfach angehängt habe, dass ich das später dann benutzen kann. Ey, bei mir fehlen zwei Hearts. Ich hab noch freien Platz an mir, also ich kann noch Sachen mitnehmen. Ach so, stimmt, das eine ist ein Generator, ich mitnehme. Oh. Was? Ich hab noch Platz, ich kann. Mir fehlen. Warum habe ich keine Solarmodule mehr dran? Weil du neu gejoint bist? Du hast deine ganzen Sachen verloren. Richtig. Da musst du dahin gehen, wo du ausgelockt bist. Da hängen die in der Luft. Ah ja, hier. Hey, warum bist du noch in meinem Shuttle drin? Ich bin nicht in deinem Shuttle drin. Bei mir dein Shuttle steht da einfach. So, ich setze mich jetzt in meinen Shuttle und dann gehe ich eben auf. Ja, warte, ich brauche noch mein zweites Solarmodul. Oh, ich sitze jetzt neben dem Shuttle. Bei mir schwebst du noch in meinem Shuttle drin. Entschuldigung. Hä? Dafür kann ich aber nichts. So. Ihr habt ja anscheinend alles verbraucht, wa? Ich habe zwei Tanks vergessen. Ich habe keine zwei Tanks vergessen.